hallo und herzlich willkommen bei Bonsai Niederhall. Ja, Tanuki-Experiment 2022. Ganz spannend. Ins Leben gerufen von Josef Bruns, der mittlerweile ziemlich viele YouTube-Videos macht. Und die sind sehr lehrreich. Ich empfehle euch, schaut euch die mal an. Ihr könnt wirklich nur davon lernen. Und er hat aufgerufen zu diesem Experiment. Und es haben sich mittlerweile, ich glaube 38 Personen sind es mittlerweile, die sich gemeldet haben und die bei diesem Projekt dabei sind. Ich freue mich natürlich, dass ich auch dabei sein darf. Nochmal vielen Dank, Josef, an dich. Und ich freue mich auch, viele neue, nette Menschen kennenzulernen, die das gleiche Hobby verfolgen wie ich auch. Gut, und was geht's beim Tanuki-Experiment? Wir haben von Josef eine wunderschöne Lehre zugeschickt bekommen und haben zur Aufgabe quasi bekommen, ein entsprechendes Totholz zu finden und quasi die Bäume miteinander zu vereinigen. Ich habe mir jetzt beim letzten Spaziergang an unserem schönen Flüsschen am Kocher ein bisschen Totholz mitgenommen und ich fand diesen ganz spannend, weil er einfach nicht so groß ist, aber nicht zu klein, weil er diese zwei Verästelungen hat. Und dann bin ich gleich mal hergegangen, habe die Nuten gefräst. Das erste Mal, für das habe ich es eigentlich gar nicht schlecht hinbekommen, denke ich. Und zwar geht es mir darum, diesen Baum erstmal den Stamm hier zu führen, mit einer leichten Biegung nach oben. Und zwei Äste, einer hier an diesem Ast entlang zu führen und einer hier oben an diesem Ast entlang zu führen. Das passt natürlich bei dieser Pflanze wunderbar, weil genau hier verläuft nämlich ein kleiner Ast nach rechts, genauso wie dort oben. Und die werde ich dann entsprechend mit Kabelbinder fixieren. Und dann schauen wir mal, wie wir dann weitermachen. Da das ein bisschen langweilig ist, denke ich, werde ich jetzt das Ganze mal vorbereiten und hole euch nachher einfach dazu.